Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der Fallschirmreihe. Und zwar heute geht es um Fallschirmspringen. Und da habe ich auf jeden Fall was Schönes am Start für euch. So, das befindet sich dann hier auf der Map. Ja. Wir können natürlich auch noch mehr Points hinzufügen. So, das heißt, wir können hier was mal hinmachen oder hier, je nachdem, wo ihr das Ganze hinhaben wollt. Aber so dazu dann später mehr. Gut, wenn wir dann hier angekommen sind, müssen wir das Ganze dann mit E so bestätigen. Das heißt, wir brauchen jetzt 120 Dollar. Wir haben jetzt gerade kein Geld. Wenn wir jetzt noch kurz einmal gucken, dann müssen wir uns das Geld einmal kurz noch geben. So, jetzt haben wir auch das Geld und wenn wir jetzt E drücken, dann geht's auch los. Ja, und schon sind wir weit in der Luft und können jetzt halt schon entscheiden, ob wir jetzt schon abspringen sollen, wollen oder nicht. Ja, und ich würde sagen, wir springen jetzt schon ab. Und wir haben gleichzeitig auch einen Fallschirm auf, ne, und können dann halt hier unseren Spaß erleben. Somit, ja, dann fliegen wir mal zurück. Und jetzt können wir auch nochmal hier sehen, so das Geld wurde auch abgezogen. Also ohne Geld könnt ihr hier halt nichts machen. So muss das ja auch natürlich sein. Gut, mehr ist das auch nicht. Ist so eine Aktivität, ja, die jeder eigentlich auf dem Server haben sollte. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach die zwei Sachen hier herunterladen. Einmal haben wir hier so das Fallschirm-Script und einmal haben wir hier die Abhängigkeit. Die müssen wir natürlich auch haben. Oder wir schreiben uns das Ganze nochmal um. So habe ich das halt zum Beispiel hier einmal gemacht. Habe natürlich eine andere Notify so benutzt. Aber in diesem Fall müssen wir diese zwei Sachen einfach herunterladen und einmal auspacken. Ja, dazu gehen wir einmal hier in den Ordner rein. Gehen da nochmal rein und gucken halt noch, dass da kein Unterordner ist. So, und hier machen wir das minus main einfach weg. Weil das brauchen wir nicht. Und hier gucken wir auch noch mal rein, ob es hier noch einen Unterordner gibt. Gibt es aber auch nicht. Deswegen können wir das Ganze dann einfach so rausziehen. Und hier müssen wir das Ganze minus Master auch entfernen. Als nächstes gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen diese zwei Sachen in den Resource-Ordner. Einfach hier ablegen. Anschließend gehen wir zurück und gehen in die Server-TFG oder in die Extra-TFG. Können das Ganze dann einfach hier öffnen und hier tragen wir das Ganze dann einfach ein. Hier zum Beispiel haben wir halt ihn hier, ja, einfach kopieren und hier mit Insert Leerzeichen und den kopierten Ordnernamen hier hinter eintragen. Und natürlich das Raute hier nicht machen, ja, weil wir wollen das hier Ganze starten. Gut, als nächstes machen wir das Ganze mit ihn hier auch, ja, kopieren. Und natürlich dann auch wieder hier mit Insert Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen einfügen. Ich habe mir das Ganze halt schon umgeschrieben, deswegen sieht das Ganze auch so schon aus. Und mit dieser Notify habe ich das Ganze gemacht. Gut, dann müssen wir das Ganze doch speichern und übernehmen. Ja, und jetzt müssen wir nur noch unseren Server neu starten und wir haben das Script erfolgreich installiert. Jetzt gucken wir uns doch mal an, was wir alles ändern können und wie wir das Ganze halt ändern können. Dazu gehen wir in die Config und hier ist eigentlich auch schon alles drin, was wir überhaupt ändern müssen, sollen, können. Und zwar hier können wir das einmal übersetzen, dann können wir hier noch was übersetzen, ja, dass wir zu wenig Geld haben. Und hier können wir die Blips, hier ist die so Option für die Blips, die können wir an- oder ausschalten. Blips können wir natürlich auch ändern, also so die Form,
Dann können wir noch die Größe anpassen und die Farbe können wir hier noch anpassen. Und natürlich, wie das Ganze dann auf dem Blip heißen soll, wenn man auf den Blip draufklickt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier den Preis einzustellen. Standardgemäß ist er hier auf 20 Dollar. Das heißt, ihr könnt da natürlich auch mit herumspielen. Gut, wenn wir jetzt neue Blips oder Location einbauen wollen, können wir das Ganze hier mitmachen, ja. Da könnt ihr das Ganze dann einfach kopieren, hier unter einfügen mit einem Komma. Sollte das zum Fehler führen, dann müsst ihr das Ganze ohne Komma machen. Ja, und dann sollte das eigentlich auch passen. Gut, wenn ihr es gemacht habt, alles eingestellt habt, müsst ihr es natürlich wieder hochladen und ausprobieren. Und mehr ist das auch nicht. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and